Ja, man sieht, wir haben so viele Truppen, dass sie sich teilweise nicht bewegen wollen, weil wir sie irgendwo hinschicken, wo sie nicht hin können. Achso, das ist eine Phantomhöhle, kein... Undead Lair. Ja, das letzte Mal habe ich ewig auf dieser Map verbracht, weil ich nur Untote hatte, die ich ständig verloren habe, weil sie einfach nicht so viel ausrichten können gegen Zwerge. Guck dir diesen Strom an. What is it? I underestimated the dwarf. Ah ja, und jetzt fängt das an. I've been expecting you, demon. You're trapped. You'll be exposed, destroyed, and eradicated from this world forever. I hold no grudge against you, dwarf. Give me the wand, and I'll let you go back to your dungeons. Go down as deep as you can to survive the tempest to come. You don't seem to realize that you have lost. I'm too strong an adversary for you. The protective sphere over my castle will drain your soul and put an end to your foul existence. If you try to escape, your death will be fast and painless. Wretched dwarf, now you'll die. Ja, jetzt sind wir hier drin gefangen. Man kann trotzdem durchs Tor laufen, was ich ulkig finde.
My troops are under attack. Und jetzt müssen wir Golems zerstören. We are under attack. My troops are under attack. My troops are under attack. We are under attack. My troops are under attack. So, noch mehr Golems. My troops are under attack. We are under attack. Und man sieht, unser maximales Mana nimmt langsam ab. We are under attack. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier außerhalb die Golems auch töten muss oder nur innerhalb. You won't get away from me. He's making magic clones. It's going to be a hell of a fight. Nein, jetzt kommt der große böse Kampf gegen ihn. So, da ist noch ein Klon von ihm. Kommt jetzt zum richtigen Kampf gegen Tort selber. Ist doch Tort, oder? Ja. So, ich würde gerne sehen, wie viele Lebenspunkte der noch hat. You have won this battle, abominable demon, but you will never win the war. The wand of domination is well hidden. Your filthy hands will never touch it. Be damned! He was telling the truth, Master. We searched high and low, but there was no trace of the wand. It's gone. Ugh, I've lost the wand. But is the crystal still there? As always. What do you want me to do, Master? I'm exhausted by this fight, and I need time to recover. Prepare the tower for me. I hope the elves have begun the war against the humans. I'll watch them fighting and gather my own army in the meantime. I'll strike when the two races are totally exhausted.
Ja. Fortfahren. Das war das zweite Kapitel. Also das erste richtige, der Weg des Meisters als Zi, der dunkle Dämon, der schwarze Magier. Okay. Damit kommen wir jetzt zurück ins Hauptmenü und haben als nächstes den Ork-Kahut vor uns. Aber rekapitulieren wir gerade mal, was alles passiert ist. Zi ist auf die Welt gekommen, aus dem Chaos. Hat seine ganze Macht verloren, außer der Fähigkeit, Untote zu beschwören und ein bisschen Chaos-Magie, was wir ja wieder ausgebaut haben. Im ersten Schritt haben wir unsere ersten Untoten geholt, haben die Orks vergiftet, also den Ork-Schaman, um ihn gegen die Menschen aufzustacheln. Also als Nebeneffekt, das war nicht Absicht. Dann haben wir Roll wiederbelebt, der sich als Gartok herausstellt. Also der sich als Gartok tarnt. Wir haben die Lykanthropen und die dunklen Krieger auf unsere Seite geholt. Und in unsere Armee. Wir haben uns einen Platz am Elfenhof als Berater eingeschlichen. Wir haben die Elfen zum Krieg gegen die Menschen angestiftet. Und dann noch die Goblins zum Krieg gegen die Zwerge und die Zwerge ausgelöscht. Das kam vielleicht am Schluss nicht so rüber, aber mit den Zwergen ist es vorbei. Ja. Das sind alles Dinge, die im Vorgänger, also Auswirkungen auf den Vorgänger hatten. Also da hatten wir es ja zuerst mit Gartok zu tun, der unseren Meister getötet hat, dann die Orks, die verrückt geworden sind, weil der Schamane den Zi verrückt gemacht hat, in den Krieg gezogen sind, dann die Sache mit den Elfen, mit dem Zauberstab. All das wurde hier jetzt gerade in Der Weg des Meisters nochmal richtig aufgerollt, damit man den ganzen Ursprung auch versteht. Und ja, wenn man so überlegt, sie hat am Ende den Stab gekriegt und hat versucht, den Kristall zu sprengen. Das hat nur nicht geklappt und der Kristall hat dafür Zis dunklen Turm gesprengt. Was jetzt die große Frage ist, die ich mir schon damals gestellt habe, als ich diese Kampagne abgeschlossen habe. Hat Zi sein Ziel erreicht oder nicht? Hat der Kristall ihn zurück ins Chaos befördert oder ihn ausgelöscht? Ja. Das werden wir leider wahrscheinlich nie erfahren, denke ich mal. So, jetzt ist der Ork-Kahanat dran, also Kapitel 2. Also nach Farron und Zi kommt jetzt ein weiterer neuer Charakter. Der Ork-Kahanat. Der Zorn der Natur und die Angriffe des Imperiums haben die einst mächtigen Orks geschwächt. Nun in weiten Ländern des Nordens gibt es noch einige freie Stämme. Ihre Schamanen flehen die Svern-Götter an, ihnen den Auserwählten zu schicken, der ihre Clans die Erlösung bringt. So, dann starten wir jetzt das Wiedererwachen und damit das nächste Kapitel.